Hallihallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ESO und unserer Arcanistin. Weiter geht's. ESO. Ich hab ja auch ein bisschen das Futter da unten, oder? Egal. Genau, wir sind jetzt hier immer noch. Wir müssen eigentlich zur Halssporn-Feste Sir Hughes verfolgen. Aber erst machen wir noch hier mit dem Boot zu Cordier. Noch die Quest, wir haben schon mal gesinkt, ne? Und das ist ja ein bisschen fertig. Oh, Galle und Pocken! Dame Dabienne wollte, dass ich dem Herzog euer Erscheinen ankündige. Ihr habt mich in Köglin gerettet. Ich bin der Bote, der aus dem Lagerhaus. Und ihr habt das vergessen? Es tut mir leid. Ich kam hier an und da musste ich meinen Eltern und meinen Freunden einfach von dem Angriff der Sklavenjäger unten am Dorf erzählen. Und dann ist es mir einfach ganz und gar entfallen. Jetzt lohnt es sich wohl nicht mehr. Ich fasse es nicht, dass ich vergessen habe, euch beim Herzog anzukündigen. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Das ist schon die zweite Nachricht, die ihr vergessen habt abzugeben. Oh ja, ich habe auch vergessen, die Nachricht beim Konstabler in Köglin abzugeben. Das ist doch eigentlich ziemlich lustig, oder? Es sei denn, ich frustriere euch. Ja, ihr seid ein schrecklich ein schlechter Bote. Ich weiß, ihr habt recht. Ich war noch nie ein guter Bote. Ich wollte immer König oder Herzog werden oder sonst was Wichtiges. Aber hier bin ich nun mal. Ich tue mein Bestes. Bitte erzählt niemandem davon. Beim nächsten Mal gebe ich mir mehr Mühe. Versprochen. Okay. Ja, das war's schon. Okay, dann können wir uns jetzt Richtung Sir Hughes machen. Zur, nicht Halsspannfeste, doch Halsspannfeste, genau. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Hier übrigens, Spinnest ist eine große, ist mehr ein Gebietsboss, eine Spinne, ne, wie der Name schon sagt. Aber die alleine machen ist auch ein bisschen schwer, weil da kommen viele kleine Spinnen noch mit raus und wird ein bisschen schwierig werden. Aber gucken, vielleicht nachher, beim zweiten Durchgang dann, wenn wir ein bisschen stärker auch sind, bessere Ausrüstung haben und so weiter, dann werden wir es auch das mal versuchen. Aber erstmal gehen wir jetzt zur Hughes jagen, den kleinen Verräter. Gehen wir wieder hier unten runter. Ja, waren wir in der letzten Folge auch schon runtergegangen. Nierenwurz. Ja, mit. Eine weitere Chance auf Perfektion. Aber sowas von. So, gehen wir mal Richtung Sir Hughes. Wegschrein von Castell Alkiva, glaube ich. Ja, gehen wir mal natürlich erst hin. Macht jetzt im Moment mehr Sinn. So, nehmen wir das jetzt mal eben kurz mit ein. Dann gehen wir Richtung Sir Hughes hinterher verfolgen. Ist er geflüchtet, sei mal als Verräter entlarvt. In der letzten Folge hat er sich natürlich jetzt dann geflüchtet, abgehauen. Machen wir gleich natürlich alles noch fertig, keine Sorge. Und noch mehr. Und noch viel, viel mehr. So, haben wir schon mal. Wegschrein von Castell Alcaire. Machen wir jetzt noch dann Windkammlagerhaus. Genau, können wir wieder was vielleicht analysieren. Mal gucken. Was wird da jetzt mal? Ich habe jetzt eine Truhe. Mal gucken, was war das nochmal? In diesem alten Behältnis haben sich neben der zerschlissenen Kleidung eines Ritters eine krude Karte, die zu einer Höhle in der Nähe führt, sowie ein Tagebuch sehr gut erhalten. Ich frage mich, was in diesem Tagebuch steht. Die Schrift ist bis auf den letzten Eintrag unleserlich. Mögen die Acht uns vergeben. Um die drei aufzuhalten, waren wir gezwungen, zu Edain zusammen mit unseren Feinden in der Höhle zu begraben. Wir haben uns nur an Befehle gehalten. Auch diese Aufgabe wurde dadurch nicht leichter. Sollte man diese Höhle anschauen. Machen wir auch. Können wir eigentlich jetzt erst machen, wenn wir schon hier oben sind. Dann machen wir es eben kurz. Glaube ich nicht viel. Nicht viel, nur kurz bis, glaube ich. Machen wir es eben, wenn wir schon mal hier sind. Ne? Dann nicht so viel hin und her laufen brauchen, wäre Blödsinn. So, ja, einmal kurz da rein. Ist glaube ich nicht viel, nur kurz. So eine kleine Mini-Quest, Nebenquest nur, das war's. Nämlich recht im rechten Sinne, aber mal sehen. Sir Hughes rennt uns hier nicht weg. Der bleibt da. Also so ein bisschen mehr noch, bis wir an ihm dran sind, ne, aber ja, machen wir alles nach und nach. So, der Geist von Sir Edain. Wenig. Diese Höhlen sind so lange still gewesen. Aber die Winde sind zurückgekehrt. Und mit ihnen auch unsere Geister.
Ihr wandelt unter den Lebenden und doch sprecht ihr zu den Toten. Werdet ihr uns helfen, wieder unseren Frieden zu finden? Ich kann es versuchen. Warum seid ihr also hier? Ich kam auf einer heiligen Mission hierher, um jene berüchtigten Banditen zu erschlagen, die man die Drei nannte. Ich stieg in diese Tiefen hinab und ließ die anderen Ritter mit dem Befehl zurück, die Höhle zum Einsturz zu bringen, falls ich nicht wiederkehren sollte. So wurde diese Höhle zu meinem Grab. Also ist eure Aufgabe gescheitert? Mag sein. Doch indem sie die Höhle zum Einsturz brachten, hatten meine Kameraden bei etwas Erfolg, woran ich zuvor gescheitert war. Die Drei sind in der Dunkelheit verhungert. Doch nun wurde die Höhle wieder geöffnet und ihre Geister bedrohen erneut das Land. Ihr müsst ihre Geister zur Ruhe betten. Ich werde tun, was ihr wünscht. Mein Schwert ist aus geweihtem Stahl geschmiedet und dem Zweck gewidmet, das Böse aus diesen Landen zu vertreiben. Nehmt es und beendet, was ich begonnen habe. Es wird euch bei eurer Suche helfen. Ja, machen wir doch, ne? Nehmen wir mal das Schwert. Das wäre Edain, ich mal von aus, ne? Edain, wir müssen komisch sein, also Edain. So, müssen wir drei Seelen befreien, wenn man so möchte. Ach, natürlich, ne? Klar. Ja, genau, das ist diese Höhle. Ist nur klein, ich finde nur die eine Quest, kurze Reihe hier. Nebenquest also. Machen wir natürlich. Und Seelenruhe. Seelenruhe. So, das sind die drei Geister hier, da. Zwei, drei. Ich gehe mal hier rechts rum. Ja, ich weiß, ich gehe mal rechts rum. Weil wir den meisten Gewölbe halt meistens rechts rum gehen muss, wie mir daran gewöhnt, da komme ich immer rechts rein halt lang. Zinnflöte, ja, nimm mal mit. Komm, nimm mal mit. Eines Tages werdet ihr damit etwas Überraschendes herstellen. So, jetzt haben wir hier so einen komischen Stein, Seelenstein. Es ist Aries. Ist die Leiche, wie man sehen kann, ne? Das Klett. Das scheint hier ein Geist. Den müssen wir dann besiegen. Damit die Seele ihre Ruhe finden kann. Müssen wir halt dreimal machen. Alle drei Seelen. Die haben halt eigentlich nur viel aus. Sind 20 richtig stark. Seelenfang haben wir. Fester, die suchen wir nicht. Und weiter geht's zur nächsten Seele. Wir spielen mit ihr nicht mehr. So. Auf die Seite! Was die genau hier machen, kann man nicht drüber streiten. So. Ja, weiter. Auf zur zweiten Seele. Gibt es wohl Bilder? Wie drei jetzt genau nacheinander heißen, weiß ich nicht. Also, ich habe es zwar schon mehrmals gemacht, aber natürlich kann man sich nicht alles behalten. Wäre ein bisschen viel, wenn man sich jedes kleine bisschen behalten könnte. Ich kann es nicht. Vielleicht ihr könnt es, ich nicht. Also gibt es auch zu viele Quests hier. Viel zu viele. Mit alle Namen genau zu behalten, alles müsste ich wahrscheinlich noch 50 Mal durchspielen. Und vielleicht, oder? Ja. Das nächste Grab. Emory. Okay, dann ist der Emory. Da ist er. Versteckt sich so ein bisschen. Es war zu euch von euch hier herunterzukommen. Ja, sie sind ein bisschen böse halt. Ne? So, mein Gott. Egal, sie hat nur viel HP, wie ihr seht. Ne? Schaden machen die nicht wirklich. Nicht wirklich. Minimal. Einfang fertig. So, kommt noch als drittes dann halt der Gilbert. Lass mir sie mal an, also die Koden 2 soll ich denken, was? Bei 2. Gilbert. Ja genau, 2 war das. Ja, ich spiele zu viel, ich weiß. Es war auch eine sehr coole Rollenspielreihe. Zumindest die ersten beiden Teile. Die waren sehr gut. War noch auf PS1-Zeiten, also schon eine Ecke her.
Wollen wir das hier hinten nennen? Auch schon 44, sehr gut, sehr gut. Auf der nähern wir uns zum Ende. Und diese Fertigkeiten nehmen wir nicht, will die alle drei machen, falls vielleicht doch irgendwann mal bessere irgendwie Skills verbessert, verschlechtert werden, wie auch immer, also bessere andere Skills mehr dann im Fokus geraten, ja, immer dann schnell umändern, wenn man schon die Skills alle freigeschaltet hat, ne? Kann ja sein. Ich werde eure Seele verschlingen! Du verschlingst gar nichts, Gilbert. So weit entfernt, guck mal, den ich nicht getroffen habe. Seltsam, aber. So, jetzt haben wir die drei Pferde. Müssen wir mal sein Elendschwert in die Spalte werfen? Müssen wir wieder zurück hier laufen? Gerade an einem Gang vorbeigelaufen, mit zwei Wächtern davor, wenn man so möchte, zwei Gegner hier. Genau. Da müssen wir jetzt hin. Damit auch der Sir Eda in seine Ruhe findet, wenn man so möchte. Ne? Der hat ja damals ja geopfert gehabt, wie wir ja gehört haben. Müssen wir ihm auch noch seine Ruhe finden, schenken. Drei Geister haben wir befreit, muss man ihn noch befreien. So kann man sich ungefähr vorstellen. So, da müssen wir hier hin. Das würde ihn Schwert benutzen. Was habt ihr getan? Das sind die drei Geister wieder. Aufdringliche Fleischkreatur. Und war es eigentlich auch schon? Müssen wir nur wieder rauslaufen? Eine da oben noch, genau, mit dem. Übrigens, dann ist es hier nichts, gar nichts. Also ich habe, glaube ich, nie was gesehen. Nö, ist auch nichts. So, nehmen wir zurück. Können wir Richtung Ausgang begeben? Sollen wir mit dem Sir Edalins Geist reden? Zinnflöz. Ich sehe fast alles. Nur fast. Guter Fund, Kollegen. Ja, danke. So, Sir Edain. Ich spüre eine Dunkelheit, die aus den feurigen Tiefen gehoben wurde. Sagt mir, habt ihr die Sache erledigt? Es ist vollbracht. Die Seelen der drei wurden vernichtet. Ich spüre bereits, wie die Ruhe meinen Geist durchströmt. Mit der Vernichtung der Geister durch meine Klinge habt ihr meinen Schwur erfüllt und mich von dieser Ebene befreit. Vielen Dank. Ich werde jetzt an die Oberfläche zurückkehren. Geht mit Ehre und mit meinem Dank. Und mit deinem Kriegsgurt. Oh, sind wir auch schon voll raus geportet. Reinkommen natürlich, wenn wir wollen, ne? Aber warum? Wieso? Das war so eine kleine Nebenquest. Nehmen natürlich auch alles mit. Meine tägliche Belohnung. Schritt für das Lernens. Ja. So, wie viel haben wir denn hier überhaupt? Ein Platz. Oh, fast voll. Kriegsgurt ist aber die schwere Rüstung übrigens. Ja, hat man schon vom Namen, ne? Kriegsgurt, doch nicht Mittel. Ah, ist sogar besser, genau. Haben wir die natürlich, klar. Doch nur Mittel. Zwei Magiker, aber ging aber auch Ausdauer. Ach, das ist deswegen. Nachtschrecken. Zwei Gegenstände, maximale Ausdauer. Ja, ist so gut. Jo. So, da genau. Nee, Moment. Doch, genau, da ist noch hin. Genau. Windkammerlagerhaus. Wie gesagt, war nur eine kleine Nebenquest, damit wir auch alle mit, klar. Gehen wir noch eben hier, können wir wieder ein neues Set herstellen, wenn wir möchten. Machen wir aber nicht. Blödsinn. Sind eigentlich alle soweit schlecht. Alle, eigentlich. Können wir hier kurz analysieren, Dinge verwerten. Will ich kurz. Damals am Anfang waren teilweise die Sets schon nicht verkehrt. Aber mittlerweile gibt es auch so viele verschiedene Sets, die man auch so finden kann, dass sie nicht wirklich gut sind. Nicht mehr. Das war mal. So, 21 mal so alles verwerten. Zack.
alles, achso, alles verwerten. Hier ist auch noch. Ziel ist ja 50 in allen drei Fertigkeitslinien zu bekommen. Und vor allem natürlich versuchen, alle Sachen nach und nach zu analysieren. Also hier alles von allen Gegenständen, alle Eigenschaften zu analysieren. Werden wir wohl nicht alles schaffen, nicht alles, aber mal gucken, wie weit wir da letztendlich kommen. Das ist schon verdammt viel. So, haben wir nur 3, nichts Neues, okay. Haben wir was zum Verwerten? Ja, jetzt aber auf 8, ne? Deswegen auch da weitermachen. Schneidertisch genau dasselbe. Mit hier mit höheren Stufe in den drei Verticals-Linien können wir dann auch bis zu 3 Gegenstände gleichzeitig analysieren. Das ist natürlich auch erstmal mit dem Punkte freischalten, ja, klar. Aber mehr als 3 auf einmal gehen nicht. Die brauchen teilweise dann auch schon eine Woche oder sogar 2 Wochen für einmal analysieren. Schild. Achso, haben schon 2, ja, okay. Respekt, ich finde noch mehr als genug Sachen. Später sowieso noch in die Verliese rein, kommen auch noch Gegenstände ohne Ende. 22 auch schon, immerhin. So, kann man mal kurz gucken. Haben wir 18 Punkte. Jetzt daraus haben wir noch alles, sehr gut. 2 Waffen auch noch alles, sehr gut. Dann haben wir auch alles, die ganzen passiven Sachen. Haben wir ja, da haben wir die Sachen auch schon alles soweit. Da ist auch alles. Okay. Schmieden Sie und gucken, was war jetzt hier? Nein. Genau, da. Sekunde. Erstmal die wichtigen Sachen. Können wir eigentlich alles machen. Ja, Schmuck bewerten. Können wir auch alles machen. Ja, können wir auch alles machen. Für Schmuck. Bedauert am längsten einfach. Sammler haben wir. Nähen. Mal das. Holzgewinnung, Holzkunde. Bei Versorgen alles verführen, die Nahrung herstellen. Auch immer alles machen am besten. Da kommen wir alles mit hier. Haben noch ein paar Punkte über. Können wir ein paar Punkte ausgeben, kein Thema. So, 2 lassen wir aber noch. So, dann geht's jetzt weiter. Serious, jetzt drückt man hier in den kleinen Hintern. Ganz einfach. Futter wieder, ja. Komm her. Nützgegenstände, wo sind sie? Da sind sie. Und atme unten mit dir, jawohl. Müssen wir auch wieder. Eigentlich haben wir auch noch 100 Beilagen, auch noch. Maximales Leben, okay, können wir nicht verkaufen. Nicht so wichtig. Aber egal. Egal. Wichtiger wäre schon Ausdauer weg, wäre nicht verkehrt, aber ist nicht so wichtig bei der Akanistin. Weil so gut wie gar kein Ausdauerverbrauch. Geht der grüne Balken, so gut wie gar kein Balken. Von daher ist es egal, aber bei meinem Templer zum Beispiel, da ist schon Ausdauerregeneration besser. Oder beim Hüter genauso. Ne? Ist auch Ausdauerregeneration nicht verkehrt. Oder bei Magier halt natürlich Magierregeneration, ist klar. Sind wir schon da? Ja, sind schon da. Dame Quirin. Ihr sucht nach Sir Hugh, oder? Stellt euch hinten an. Wir haben schon seit Tagen darauf gewartet, dass er zurückkommt und seine Befehle erklärt. Zurückgekommen ist er. Aber er hat nur unzusammenhängendes Zeug vor sich hingemurmelt. Wisst ihr, was das bedeutet? Noch mehr Verwirrung. Ich denke, Hugh ist nicht bei Sinnen. Ihr habt recht. Er hat Herzogin Lakana ermordet. Die Herzogin ist tot? Hugh hat sie getötet? Um Maras Willen, ich hätte nie gedacht, dass er so verrückt ist. Ich schätze, das erklärt, warum seine Befehle so verwirrend waren. Zum Glück sind wir nicht gegen die Rotwardonen am Castell Akair aufmarschiert. Wenn also Sir Hugh, ob nun bei Sinnen oder nicht, die Herzogin getötet hat, wird der Herzog wohl sicher wollen, dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Ich schätze, das heißt, wir müssen uns einen neuen Anführer suchen. Wo ist Sir Hugh jetzt? Er ist in die Feste gegangen. Es könnte aber sein, dass ihm jetzt Sir Quad zur Seite steht.
Es könnte schwierig werden, Hugh zu finden, bis wir dem Chaos hier etwas Herr geworden sind. Ihr solltet mit Sir Edmund sprechen. Er ist gleich hier die Stufen hoch. Jo, machen wir das doch, ne? Wie gesagt, jetzt ein bisschen länger hier, bis wir auf ihn endlich treffen, aber es ist nie einfach, für das Richtige einzustehen. Deswegen wollte ich das alles jetzt hier in einer neuen Folge machen, nicht mehr in einer anderen Folge, weil das schon ein bisschen länger dauert. Sir Edmund. Wenn ihr nach Highspawn-Feste gekommen seid, um den Rittern der Flamme zu helfen, fürchte ich, dass ihr enttäuscht sein werdet. Unser Anführer, Sir Hugh, ist anscheinend verrückt geworden. Und die Ritter sind sich nicht einig, ob sie seinem letzten Befehl Folge leisten sollen. Sir Hugh ist verrückt, er hat die Herzogin getötet. Das ist schlimmer, als ich dachte, und macht unsere Sache umso notwendiger. Sir Hugh ist gerade zur Feste zurückgekehrt und hat sich sonderbar verhalten. Er ist mit Sir Crawdor drin, der Vorbereitung darauf trifft, die Rotwardonen am Kastell Alcair anzugreifen. Wir müssen sie aufhalten. In der Tat. Ich und diese anderen wurden verbannt, da wir uns gegen Sir Crawdor gestellt haben. Doch unsere Zahl reicht derzeit nicht aus, um die Feste zurückzuerobern. Es gibt noch weitere Ritter in der Feste, die Sir Crawdor hinterfragen. Könntet ihr dort hineingehen und nach Rittern suchen, die sich uns anschließen würden? Ich werde Ritter für unsere Sache gewinnen. Das heißt, wir müssen einfach jetzt hier mit Rittern der Flamme reden. Wie auch schon rechts steht, ne, wir müssen viel überzeugen, aber es kann auch sein, dass sie uns nicht anschließen wollen, dann angreifen. Es kann sein, dass wir müssen sie mehrmals ansprechen. Es kann sein, dass sie uns jetzt anschließt. Es kann auch sein, dass sie uns jetzt angreift, wenn wir nach ein paar Minuten ihn wieder ansprechen können. Sonst ist er auf einmal uns dann anschließt und nicht mehr angreift. Kann alles sein. Ne? Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, an dem die Ritter der Flamme gespalten sein sollten. Der Plan, die Rotwardonen anzugreifen, ist falsch. Hilft zu Edmund und ich erobere die Feste zurück. Ihr habt recht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Meine Pflicht besteht darin, das Richtige zu tun und nicht einfach blind Befehlen zu gehorchen. Ich bin dabei. Weil sie geht ja, glaube ich, weg. Genau, wenn jetzt wieder hier ein Ritter stehen würde, kann sein, dass er uns dann angreift, wenn wir ihn wieder ansprechen würden. So, was meinst du mit dir? Wenn Alcair fallen sollte, was kommt dann als nächstes? Wegesruh? Wenn diese Rotwardonen bei uns einfallen wollen, müssen wir sie jetzt aufhalten. Ja, der Plan, die Rotwardonen anzugreifen, ist falsch, selbst und die Rote Fresse zurück. Ihr verlangt, dass ich einen direkten Befehl missachte und mich gegen Sir Croix wende? Ihr klingt wie dieser Feigling Sir Edmund. Ihr seid ein Feind des Ordens und ich werde euch erschlagen. Diesmal möchte er nicht, also müssen wir ihn jetzt bekämpfen. Dann verteidigt euch! Das hat uns auch noch eine. Mein Gott, immer dasselbe hier. Mach mal so. Kann natürlich sein, wenn die wieder da sind, dass wir uns auf einmal anschließen möchten. Wir müssen schließlich vier Stück für uns gewinnen. Überall hier fast verteilt. Ne? Kann man oben auch sehen, wie viele das sind insgesamt. Gucken, ob die uns anschließen möchte. Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, an dem die Ritter der Flamme gespalten sein sollten. Der Plan, die obere Feste zurück. Ihr habt recht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Meine Pflicht besteht darin, das Richtige zu tun und nicht einfach blind Befehlen zu gehorchen. Ich bin dabei. Gut, haben wir schon mal zwei von vier. Was ist mit dir, du Ritterin, du? Es ist nicht einfach, den gesamten Orden auf den Krieg vorzubereiten. Das wird einige Zeit kosten. Was mit dir? Ihr habt recht. Oh. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Meine Pflicht besteht darin, das Richtige zu tun und nicht einfach blind Befehlen zu gehorchen. Ich bin dabei. Das habe ich sehr, sehr selten. Meistens hat es immer ewig gedauert, bis wir schon drei schon zusammen hatten. Hat ewig gedauert. Der will nicht. Gib das da schon. Du willst nicht, ne? Ich hätte nie gedacht, dass ich je den Tag erleben würde, an dem die Heißspornfeste geteilt sein würde. Das sind wirklich dunkle Zeiten. Was mit dir? Ihr verlangt, dass ich einen direkten Befehl missachte und mich gegen... Dann verteidigt euch! Sag immer, das ist nettes Hilfe. So, dann möchte ich nicht. Was mit... Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt Denise, bin? Was mit dir? Wenn Sir Hughes wirklich möchte, dass wir in den Krieg ziehen, wäre es mir lieber, er würde es uns selbst sagen.
Ihr habt recht. Oh. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, genau. Ging es sehr, sehr schnell. Eigentlich dauerte es viel, viel länger. Schon dreimal so lange sonst. Da muss man ungefähr so... Ich musste meistens immer so 12, 15 Ritter ansprechen, bis ich die vier zusammen hatte. Das war schon ein bisschen nervig immer. Haben das schon auch irgendwas daran gemacht, dass man vielleicht schneller bekommt. Kann sein. Ein bisschen komisch, aber ist ja egal. Mein Gott, umso schneller, umso besser. So ist der Edmund. Ich wusste, dass noch mehr meiner Ordensgeschwister kommen würden, um sich den Irrsinn anzusehen, den Sir Croix in Castel Alcaire entfesseln möchte. Ich denke, wir haben jetzt genug Ritter, um die Burg zurückzuerobern. Ich habe sie an strategisch wichtigen Punkten positioniert. Sind wir jetzt zum Angriff bereit? In der Tat. Ich weiß, dass keiner von uns gern die Waffen gegen die anderen Ritter erhebt. Aber Sir Croix zwingt uns dazu. Das ist eine unschöne Angelegenheit. Aber wir sollten sie hinter uns bringen. Ich habe den Rittern, die um die Feste in Stellung stehen, aufgetragen, auf unser Signal hin anzugreifen. Es gibt ein Belagerungshorn, das oben auf der Haupthalle der Heißspornfeste aufgestellt ist. So ihr denn bereit seid, würde ich euch bitten, dort hinaufzugehen und in das Horn zu stoßen. Das wird das Angriffssignal für alle sein. Ich werde in das Horn stoßen, seid bereit. So, gehen wir mal rein. Wir müssen uns natürlich durchkämpfen, ne, ist klar. Sind, meine ich, jetzt gleich viele Kämpfe, wieder die gegeneinander kämpfen. Ne, da müssen wir rein, genau. Das andere, da kommt, da müssen wir auch noch hin, aber später. Erstmal hier in die große Halle. Genau. Was haben wir hier so Schönes? Nee, klauen wollen wir nicht. Zu Edmunds Brief. Ja. Da ist wieder Schreibtisch stehlen, wie immer. Nee, wollen wir nicht. Ah, Bücherregal. Alchemie, Stufe 8, ohne irgendwas gemacht zu haben. Jetzt meine ich nichts. Haben wir so komische Throne, keine Ahnung. Also ein Thron halt, ne? So komische Dinge, also komische Stühle, komisch. Egal. So. Nein, da wollen wir nichts. Da können wir, glaube ich, gar nicht rein, ne, oder? Krankzimmer. Ja, das glaube ich später. Nach der großen Halle. Da ist es wahr. So ein Horn als Autohupe? Da hat man aber Platz. So, nehmen wir da raus. Das ist schon erst Edmund. Bei uns hier. Wir haben sie überrascht und ich denke, wir haben jetzt die Oberhand gewonnen. Allerdings wurde ich verwundet. Ich denke nicht, dass ich in der Schlacht noch von Nutzen wäre. Ihr habt schon genug getan, Lusche. Ich habe getan, was ich konnte. Aber Sir Croix ist unauffindbar. Jetzt befürchte ich, dass er mich nur zu leicht besiegen könnte. Ihr müsst das für mich übernehmen. Ich glaube, die anderen Ritter werden die Waffen strecken, wenn wir Sir Croix besiegen können. Werdet ihr euch ihm für mich stellen? Wo finde ich ihn? Er ist in der östlichen Garnison. Tötet ihn. Macht dieser Sache ein Ende. Es gibt ein weiteres Belagerungshorn, oben auf der Garnison. Sobald Croix tot ist, stoßt in dieses Horn. Die Ritter werden kurz innehalten und ich werde diesen Augenblick nutzen, um ein Ende der Kämpfe auszurufen. Jo, machen wir doch, ne? Halbhafenbach, ne, Gebirge, machen wir natürlich später, ist ein bisschen außerhalb, bis unten, außerhalb der Feste hier. Erstmal jetzt Richtung Sir Croix. Ja, jetzt kämpfen sie hier, ne, kann die auch helfen, aber die kommen immer wieder, bringt nichts. Die machen auch eigentlich in Regeln nichts, außer dir. Stehen. Brennt es nieder! Warum immer diese Gewalt? Falls ihr Probleme habt, sind immer erst die Heiler. Wir gehen jetzt mit Pflege oder Heiler, die zuerst niederstrecken, weil die sonst die anderen Gefährten von denen dann heilen. Wenn ihr Probleme habt. Ich brauche Bewegung! Brennt. Jetzt, bitte! Das
dürfte das kein Problem sein. Eigentlich nicht. Vor allem, bis man hier ist, hat man schon einige Stufen schon raus. Dementsprechend stärker geworden, besser ausgerüstet. Heilt mich! So, ein Scharfschütze, jawohl. Ich bin verletzt! Sir Croix. Endlich treffe ich die Fremde, die meine Ritter gegen mich aufhetzt. Das, nein, das wird war, mir Spaß du. Machen. Du hättest die Ritter gegen mich auf. Oh, da liegt er schon. Und weg. Wo das herkam, gibt es noch mehr. Ja. Schultern könnten besser sein. Mal gucken. Schultern. Ah, nee, weniger Ausdauer. Erwägungsset. Maximal Ausdauer 1062. Deswegen. Sonst hätten sie ein bisschen mehr Ausdauer. Aber so, nö, das natürlich. Machen natürlich nicht. Das ist klar. Aber auch nichts. Aber auch nichts. Schultern haben wir. Torso. Nehmen wir natürlich den schweren Russi. Mit dem Sehr Polen. Schön. Freut mich, die alten Knochen etwas ausruhen zu können. Das ist auch Mist. So. Ins Horn müssen wir auch hier stoßen. Warum eigentlich stoßen? Wieso heißt das ins Horn stoßen? Ein bisschen komisch, ein bisschen verwirrend. Aber ist halt so. Ich meine, man stößt da nicht ins Horn. Man bläst oder pustet oder sowas. Stoßen? Hm. Na, ist egal. Dann stoßen wir mal. So ein Horn vorne auf die Motorhaube und dann reinpusten. Hm, hat man aber Platz auf der Straße. So, wieder runter. Müssen wir mit Sir Edmund sprechen. Vielen Dank, dass ihr Glenn Umbra gerettet habt. Hab vielen Dank. Ritter der Flamme. Hier ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Bist du? Heiler. Ein Heilmal. Kannst nicht? Ich auch nicht. So, ne, raus. Ah, noch ein Heiler. So viele Heiler und keiner kann helfen. Warum seid ihr denn hier? Was macht der für einen Scheißjob? Noch einer. Mann. So, Sir Edmund. Der muss jetzt unten, also jetzt links runter in einem Krankenzimmer sein. Meine ich zumindest. Dann haben wir das auch fertig. Da ist er schon. Hi. Ich trauere um Sir Croix und alle, die im Kampf für ihn gestorben sind. Aber es gab keine andere Möglichkeit, die Ritter der Flamme zu retten. Hab Dank, dass ihr das getan habt, was ich nicht konnte. Also ist die Schlacht vorüber? In der Tat. Dass Sir Croix nun getötet wurde, übernehme ich ab jetzt den Befehl über die Heißspornfeste. Selbstverständlich wurden die Vorbereitungen für einen Vorstoß auf das Kastell Alcair abgeblasen. Ach, schade. Es war schlimm genug, meine Ordensgeschwister umzubringen, um die Ordnung wiederherzustellen. Aber diese Angelegenheit mit Sir Hugh ist einfach undenkbar. Er ist unten in der Krankenstube. Er soll von der Tötung der Herzogin fantasiert haben, bevor er bewusstlos wurde. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich kümmere mich darum. Der Herzog hat mich hergeschickt, um ihn zu finden. Dann müsst ihr das wohl. Ungeachtet welcher Verbrechen er sich auch schuldig gemacht hat, solltet ihr wissen, dass Sir Hugh immer ein ehrenhafter Ritter war.
Ich muss einfach glauben, dass seine jüngsten Taten in irgendeinem Wahn begründet liegen. Ich werde das berücksichtigen. Wo ist das Krankenzimmer? Das Krankenzimmer ist unter der großen Halle. Sprecht dort mit der Heilerin Odette. Holt ihre Einschätzung über seinen Zustand ein. Doch ich bitte euch dringend, zeigt Erbarmen, falls er wirklich vom Wahnsinn getrieben war. Ich werde tun, was getan werden muss. Auch wenn es ganz hart ist. Aber einer muss es ja tun. Da haben wir es, glaube ich, nicht gut. Im richtigen Sinne, glaube ich, nie benutzt, oder? Nö. Nö. Nö, 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 nö. So, Krankenzimmer ist ja hier links. Habe ich gerade schon gesagt. Auch gerade gesehen, da ist es. Das Krankenzimmer der großen Halle. Und jetzt hier, ach, Jerik. Vielleicht die Frau vom Hauptmann Jerik, von Köglin, den wir befreit haben? Kann sein. Wenn ihr verwundet seid, könnt ihr das Bett in der Ecke nehmen. Ich werde mich schnellstmöglich um euch kümmern. Ich bin hier, um Sir Hughes zu treffen. Bedauerlicherweise muss ich euch mitteilen, dass Sir Hugh nicht in der Verfassung ist, um Gespräche zu führen. Und sein Zustand übersteigt einfach meine Behandlungsmethoden. Es scheint eine Art Fluch zu sein. Er murmelte schon immer zu vor sich hin, als er hier eintraf. Und bald darauf war er einfach vollständig weggetreten. Kann ich ihn denn wenigstens sehen? Ich glaube nicht, dass ihr seinen Zustand noch verschlimmern könntet. Also könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ich muss euch allerdings warnen. Flüche sind manchmal sehr unberechenbar. Falls euch schwindelig wird, schlage ich vor, dass ihr ein paar Schritte zurücktretet. Jo, danke für den Tipp. Da, diesen komischen Nebel da, ja. Hallo, Sir Hughes. Hallo, aufwachen. Steh auf. Glaube ich, in seinem Fluch drin, in seinem Traum, glaube ich, drin, wie beim Hauptmann, Jerik. Kann sein, dass er der Mann von der Odette ist, kann natürlich sein, weiß ich nicht, will ich euch nicht sagen. Aber könnte sein. Ja, kann man leider hier nichts machen, gar nichts. Ja. Der Herzog hätte die Tochter von König Faharajat nicht heiraten sollen. Zeit des Herzogs war ein Fehler. Er bringt uns alle in Gefahr. König Faharajat hat vor, Al-Kher zu erobern. Herzogin Lakana ist ein Spion. Er führt alle an der Nase herum. Sie und ihr Vater haben sich gegen uns verschworen. Herzogin Lakana plant einen Angriff auf Al-Kher. Jemand muss sie aufhalten. Die Herzogin hat uns hintergangen. Ich muss sie aufhalten. Koste es, was es wolle. Also war er nur eine Marionette von einem höheren, bösen Wesen. Das kennen wir ja schon, ne? Haben wir schon 2048 Mal gehabt. Seriös, kann ich nichts machen? Hm? Ich weiß, was ihr vorhabt, eure Hoheit. Was wollt ihr hier? Verlasst sofort mein Gemach. Ich werde nicht zulassen, dass Al-Kher in die Hände der Rotwardonen fällt. Al-Kher in den Händen der Rotwardonen? Tränen von Zed. Ihr habt den Verstand verloren. Tut mir leid. Aber anders geht es nicht. Nein. Bitte. Was habe ich nur getan? Oh, Seriös. Erkläre dich. Ich habe sie getötet. Sie hatte es verdient, oder? Ich weiß, sie hat es verdient. Oder ich denke, ich weiß es. Ist das hier alles echt? Das ist ein Traum. Nein, das ist ein niemals endender Albtraum. Ganz gleich, ob ich nun schlafe oder nicht. Ich habe Herzogin Lakana getötet. Das Omen hat mir vergiftete Gedanken eingeflüstert. Jetzt quält es mich. Und zwingt mich, den Mord immer und immer wieder mit anzusehen. Wer oder was ist das Omen? Das Omen der Furcht. Es ist immer bei mir. Es flüstert mir ständig zu, erzählt mir über die Rotwardonen, über Lakana. Ich habe ihm geglaubt, aber es hat mich belogen. Ich habe eine unschuldige Frau ermordet und den Herzog verraten. Jetzt versteckt es sich, aber es ist nicht fort. Wie können wir das aufhalten? Wir müssen es töten.
Ihr müsst es töten. Mein Schwert. Im Traum habe ich es im Thronsaal gelassen. Das Omen wird von ihm angezogen. Findet das Schwert und ihr findet das Omen. Ja, machen wir doch, ne? Ist gleich unten. Immer selber hier. Mann, spring runter. Sein Schwert. Ich kann eure Angst sehen. Ach, das Omen töten. Könnte es vielleicht ein bisschen schwierig sein, es ist auch so. Man kann auf unseren Umständen leicht sterben. Kann. Wir werden es aufpassen, aber es ist ein bisschen schwer. Ja, die beiden Leute sind schon. Also bitte schwer ist er kann ich nicht, ne? Wir müssen aufpassen, ich könnte es unter Umständen leicht sterben. Müll dagelassen. Seriös, da bist du ja. Hey. Ihr habt das Omen getötet. Mögen die Acht euch segnen. Mein Geist ist frei. Aber meine Sünden bleiben. Geht es euch gut? Ja, es geht mir gut. Aber meine Taten lasten mir schwer auf der Seele. Ich habe die Ritter der Flamme zu einem Aufstand angestachelt. Ich habe die Herzogin ermordet. Ich habe den Herzog verraten. Nichts wird mich von dieser Schande je wieder reinwaschen. Lass uns diesen Albtraum verlassen. Nun, wir mal raus, ne? Das war der Albtraum. Komischerweise sind wir wieder im Krankenzimmer. Egal. Da ist der Herzog Nathaniel. Sir Edmund hat nach mir geschickt und ich kam so schnell ich konnte. Sir Hugh bittet nicht um Nachsicht, obwohl er sagt, er wäre nicht bei Sinnen gewesen? Scheint unter dem Einfluss eines Nestedra. Doch der ist jetzt tot. Wie stark mein Zorn auch sein mag, spüre ich dennoch die Wahrheit in euren Worten und sehe einen gewissen Wandel im Charakter von Sir Hugh. Dennoch hat er meine Frau ermordet und das kann ich nicht verzeihen. Dann werdet ihr ihn hinrichten lassen, euer Hoheit? Er hat mich gebeten, sein Leben zu nehmen und die Ehre der Ritter der Flamme wiederherzustellen. Aber meine Gefühle sind zu stark. Ich traue mir nicht zu, die richtige Entscheidung zu treffen. Ihr wart in seinem Traum. Ihr habt gesehen, was ihn zum Mord verführt hat. Ihr müsst über sein Schicksal entscheiden. Wäre so eine Entscheidungsfrage, ne? Was soll ich machen? Lass ihn leben oder soll er sterben? Lass ihn eigentlich immer gerne leben. Er soll leben für seine Taten büßen, bis an sein Lebensende. Lass ihn leben, er war nicht bei klarem Verstand. Sehr gut. Danke für euren Rat. Erhebt euch, alter Freund. Ihr werdet heute nicht sterben. Dann ist es meine Strafe, in Schmach zu leben. Kann eine härtere Strafe sein, damit zu leben, als schnell zu sterben. Sonst hätte nämlich Sir Edmund ihn ermordet. Ja. Niemand, der ein so schweres Verbrechen begangen hat, darf mir jemals wieder dienen. Was wird jetzt geschehen? Sir Hugh mag sein Leben behalten. Aber er wird keinen Fuß mehr an meinen Hof setzen. Ich entziehe ihm hiermit seine Ritterwürde. Ich verbanne ihn aus Alcair. Auf seine Rückkehr steht der Tod. Dennoch ist ihm ein gnädigeres Schicksal vergönnt als meiner Frau. Na ja, Rüssi, müssen wir gucken, ob die besser ist, weiß ich gar nicht. Die unmittelbar drohende Gefahr mag gebannt sein. Doch ich fürchte, es könnte sich hierbei um mehr handeln als nur ein zufälliges Ereignis. Sir Hugh wurde von Albträumen in den Wahnsinn getrieben. Und ich habe gehört, dem Konstabler von Köglin soll es ähnlich ergangen sein. Wir müssen mehr über dieses sogenannte Omen erfahren. Würde ich so ein bisschen finden. Die Geisthüter der Abtei der Ausgestoßenen. Sie befassen sich mit dädrischen Ritualen, aber sie sind von wohlmeinender Natur. Sprecht in der Abtei mit Bruder Muran. Fragt ihn, ob das Auftauchen dieses Omens uns größere Sorgen machen sollte. Falls dem so ist, sollten wir Großkönig Emmerik warnen. Ich werde Muran aufsuchen. Ja, natürlich, wir werden noch öfters auf diesen oben hier in Sturmhafen treffen, keine Sorge. Zieht sich ein bisschen durch das ganze Gebiet. Die Rüssi, die kurz gucken. Ja, ist besser. Alles plus. Nehmen wir das doch. Auch wenn Leben höher geht, egal, weil die Resistenzen geht auch höher, ne? Von daher alles gut. So, Muran. Ja, deswegen gehen wir noch die Fallgrafenwacht.
Wir essen noch ein Grill, wenn wir das natürlich noch erstmal machen. Aber in eins nach dem anderen. So, da Fallhafen macht man natürlich erst. Die ist ja in der Nähe, der macht man natürlich dann auch erst. Dann aber tun uns langsam hier nach unten vor und weiter nach rechts. Da wäre dann die Abtei der Ausgestoßenen. Machen wir natürlich alles. Aber alles nach seiner Zeit. Uns treibt da keiner. Nicht einmal die Zeit. Ah, Runstein. Unser weg da. Weg ist unser. Das können wir brauchen. Da ist ja Graham. Was war mit ihm nochmal? War glaube ich das, ne? Genau. Ihr da! Im Namen der Ritter der Flamme bitte ich um eure Unterstützung. Warum? Ihr dort, wenn ihr den Namen der Ritter der Flamme respektiert, dann würde ich euch um eure Hilfe bitten. Banditen verkleiden sich als Mitglieder unseres Ordens und rauben die Leute aus. Wie kann ich helfen? Ihr könnt etwas von den Banditen stehlen, was sie zuvor uns gestohlen haben. Diese mutterlosen Schweine haben unsere Wappenröcke in die Finger bekommen und nun rauben sie Reisende auf dem Weg nach Vrtka aus. Tötet so viele, wie ihr nur könnt, aber holt auf jeden Fall unsere Wappenröcke zurück. Betrachtet es als erledigt. Ja, wir sind kleine Nebenquests halt, ne? Natürlich auch. Ah, cool. Holz. Vier Wappenröcke, auch kein Thema. Machen wir doch. Ey, was soll das? Spieler hier unterwegs. Sind glaube ich auch in solchen Wolken, glaube ich. Habe ich hier noch nicht erfahren, was da hinten drauf ist. Da kann man wieder oben sehen, wo die sind. Da hinten sind die fahren. Machen wir jetzt eben kurz hier Fallhafen sagt. In solchen Beuteln sind die dann auch wieder mit dem Fall gekennzeichnet. Oh, warum nicht? Machen wir es ja. Halbhafen war. So, wie man da macht, glaube ich hier, ne? Genau, Halbhafen war. Wieder ein normales Gewölbe, also ein Boss, eine Himmelsscherbe, das war's. Ich bin unterputzen. So. Ja, genau. Wo groß ist es nicht? Ach ja, genau. Ja, okay. Au, du Schänder. Eisenwacht. Gut, genau, kurz durch. Wegen dem Boss, ja, wegen dem Boss. Nicht die Marke Boss. Das ist noch der Kent, die Boss-Marke. War früher sehr beliebt. Eine Abweichung! Zur Flanke! Zur Flanke! Belichtet auf dem Bogen. Und jetzt? Wäre ich nix gewesen. Dann soll das. War aber eine schöne Pirouette. Ich gebe dir eine 6,0. Hier war nix. Ein bisschen gleich hier, glaube ich, gepostet. Außenrum! Bogen ist genießt, ist kein, braucht keinen Bogen. Salzreissack mitnehmen.
immer mitnehmen, genauso wie da. Ist das Mehl? Nein, hier so. Hier so. Ich muss gleich den Boss kommen. Himmelscher, wir sehen wir oben schon. Bei Moras vielen Augen. War der nicht da vorne irgendwo der Boss? Manchmal sehen wir ein bisschen gleich aus wie Gewölbe, so einen gewissen Teilen zumindest. Nach Apokrypha mit euch. Kann ich schon mal leicht befinden. Bei dem Boss kommen wir alle 10 Minuten. Naja, alles. Himmelscherbe. Zwei von drei. Ah, ich würde nur einer. Ich habe wieder neun fertig gesprungen. So schnell kann es gehen. Vorbei, ein Boss. Sind wir schon vorbei. Dort könnte etwas sein, was bei eurem Handwerk hilft. Remy Bera. Halt, hört auf! Bitte tut mir nichts. Warum versteckt euch so in der Ecke? Ich habe mich vor den anderen versteckt. Seit ich hier bin, hänseln sie mich ununterbrochen. Das Leben als Bandit ist überhaupt nicht so, wie mein Bruder und ich es uns vorgestellt haben. Bitte, für mich ist es vielleicht zu spät, aber nicht für ihn. Bringt das hier zu Theron Berat. Er wird wissen, was es bedeutet. Ich werde dafür sorgen, dass euer Bruder es bekommt. Der Boss war, glaube ich, hier vorne, glaube ich. Aber wurde wohl gerade eben schon gelegt. Aber da haben wir schon mal Ende. Ich meine, aber hier vorne irgendwo. Ach, muss da auch noch was. Zurück in die Arbeit. Ach ja schon. Oder war der hier? Irgendwo, ich vielleicht da oder drüben war der. Jetzt bin ich wieder blöd. Müssen wir wieder warten. Müssen wir leider warten. Geht nicht anders. Ach, der ist er schon. Da ist er doch. Zwei sogar. Oh, heile! Der schlechte Wahl, Ausdauer geht runter, wollen wir nicht. Ja. Nö, nö, nö. Wegen Ausdauer 1062, da wäre 1194, wäre das mehr, waren es denn weniger? 8807? Ah jo, 800 Ausdauer weniger. Hm, komisch. Okay, egal. Es ist eben so, dass wir das. Haben wir das auch erledigt? Halbhafen wacht auch durch. Ah, Rucksack. Vorlage. Ach man, Mann, Mann. Egal, nimm mal sofort Beute. Haben wir schon. Okay, dann weg. Sofort zerstören. Verkaufen bringt nichts. 100 Gold oder 50 Gold oder was. Das ist lachhaft, können wir behalten. So, na genau. Wappenröcke. Solange ich 5 oder 6 mit mir nehme. Berat, ich weiß nicht mehr genau, wo er war. Guck mal, auch noch keine Frage. Wenn ich den Sturm aus dem Weg gesprungen habe, kann ich nicht mehr. Ich meine, hier ein Gasthaus war er. Daniel ist er, ne? Ja, genau, da ist er doch. In Wegesruh. Machen wir aber natürlich später, viel später erst. Das dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Das dauert noch was.
Schwertmeister, ein ganz schlechter. In uns hat er seinen Meister gefunden. So, und da. Ey, hallo. Hallo. Langweiler. Ich brauche was zu trinken wie ein Banditensack. Ersten haben wir. So. Auf zum zweiten. Kornblumen. Na, Arsenal ein bisschen beige. Qualitätsmaterial für Qualitätswaren. Höher. Gehen wir da mal gleich höher. Da oben ist das schon. Alle Jungs und Mädels. Nächsten Wegschrei machen wir natürlich auch noch. Nehmen wir das Ding, kann ich alles zurück, sonst laufen. Leider erkenne ich das seine Vorteile. Der ist leer, leider. War mal hier sind dann. Noch das ist da hinten, haben wir das auch gleich erledigt. Hi. Ich suche die Gartenstraße ab. Ah, schade. Die Bretonen, Mischlinge oder Vorbilder, beides. Moras zuckenden Tentakeln. Ich bin froh, dass das erledigt ist. Ja, ich auch. Oh, Sir Graham. Da ist er. Da haben wir seine vier Wappenröcke. Auch keine Hexerei. Wie eine Flottierabotti. So, da ist er ja. Ihr seid am Leben. Wart ihr erfolgreich? Ich habe eure Wappenröcke zurückgeholt. Vielen Dank. Zumindest werden Reisende sich jetzt nicht mehr dazu verleiten lassen, diesen Halunken zu vertrauen. Sobald wir ganz genesen sind, werden wir einen weiteren Vorstoß unternehmen, um die Banditen ganz aus dieser Region zu vertreiben. Viel Glück dabei. So, da war eine Himmelsstereo. Wegschreien, den nehmen wir natürlich erstmal mit, weil hinten. Richtung Abtei der Ausgestoßenen. Da ist er wieder. Da ist der Wegschrein, der Halsspundfeste. Ich will natürlich das mal hin. Mitnehmen. Wie wir alles mitnehmen werden. Nein, das Gras und die Blumen lassen wir aber stehen, die Bäume auch. Nein, die Blumen lassen wir erstmal stehen. Nein. Wir werden keine Blumen pflücken. Auge können wir auch eben mitnehmen. Grillenhändler. Wanderers Ruhe nehmen wir auch noch eben mit. Aber erst ein bisschen Holz hacken. Wanderers Ruhe. Immer zu. Haben wir auch. Was war da? Da kommen wir später hin. Sind wir hier. Unten war glaube ich nichts mehr. Gehen wir da ist hin. Hammertod-Werkstätte. Genau, gehen wir da erstmal hin. Es ist da hinten. Bin ich mehr hier oben. Wo ist kürzer, wo ist näher? Weiß ich nicht. Da, alle links rum. Das ist wieder ein Haus, kann man wieder kaufen. Das können wir brauchen. Aber da möchte ich jetzt noch hin. Liegt auf dem Weg.
hoffe ich. Wie erfrischend! Rucksack. Mangan. Hm. Wieder, wieder was herstellen in irgendeinem Stil. Keine Ahnung welchem. Das habe ich mir nie gemerkt. Da können wir. Kommen wir hier hoch? Kommen wir. Kommen wir hier hoch? Kommen wir. Kommen wir da hoch? Kommen wir. Kommen wir da hoch? Kommen wir. Ich gehe noch ein bisschen runter. Oh, Spinny. Hey du, komm da von unten. Ich kann nicht schießen hier. So. Da, mehr reicht ja. Mehr brauchen wir nicht. Da ist noch ein Auge. Nimmst du das Auge mit? Genau, was war da nochmal? Katakomben, da müssen wir glaube ich schon sowieso rein. Ich glaube ja. Auge mit dem Teilen. Steine. Steinkrogen. Gut. Genau. Das steht hier auch noch rein, aber später. Also, 3, 4 Quests, glaube ich, sind da. Über so einen Dreh. Nee, ach, können wir mitnehmen. Ich nehme den Wegschreiben mit, wir werden es haben. Würfel das muss sein. Ja, das sein. Steinkauer muss doch hart sein, oder? Steinkauer? Auf zu lachen. Das ist eine ganz komische Lache, Asa. Ganz komische Lache. Ein bisschen unheimlich. Hier ist aber auch ein bisschen später, aber kein Ross. Ein Gebiet, wo es gerade ein, können wir auch alleine machen. Das ist kein Thema. So wie in Glenumbra auch, wir auch ein Gebietsboss, den wir auch alleine machen können. Können wir auch alleine machen. Werden wir wohl auch machen. Bruder Perry, müssen wir glaube ich, ne? Reden wir mal mit ihm kurz. Ich weiß nicht, es war eine genau. Falle. Es war eine Falle. Sie wussten, dass wir kommen würden. Welche Falle? Wer wusste was? Die überirdischen Träumer. Meister Mutsku meinte, sie würden nichts Gutes im Schilde führen. Und er hatte recht. Er und Bruder Gerard wollen sie zurückschlagen. Ich bin losgelaufen, um Hilfe zu holen. Könnt ihr sie retten? Ich würde sehen, was sie tun kann. Das ist nämlich auch alles hier für die Abtei, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Aber erstmal gehen wir zur Abtei. Wegschrein mitnehmen. Unser Jawolski. So, Muran, genau, da müssen wir es mal hin. Wir brauchen Wildfleischbrocken. Nehmen wir erstmal mit Bruder Zachary. Hilfe! Banditen fackeln uns! Azura sei gepriesen. Wir sind verzweifelt. Ich flehe euch an, die Abtei wird angegriffen. Sie versuchen alles niederzubrennen. Wer versucht diesen Ort hier niederzubrennen? Banditen. Sie sehen aus, als ob sie zum Mitternachtsbund gehören, aber wir haben keine Zeit für große Erklärungen. Bitte geht einfach zum nordwestlichen Eingang und sprecht mit Schwester Saphir. Sie wird euch sagen, wie ihr helfen könnt. Ich gehe sofort los, um mit ihr zu sprechen. So, machen wir doch, ne? Höher, genau. Auge, Höhle der Träume. Ja, müssen wir auch noch hin später. Müssen wir jetzt noch nicht hin direkt. Hier kann ich verraten. Wenn wir jetzt da nicht sofort direkt hingehen. Was war da noch? Verlies Menua. Erstmal jetzt hier zu Schwester Saphir. Nicht alles durcheinander.
ist sie ja. Hallo Schwester. Schwester. Ich verstehe nicht, wie das geschehen konnte. Wir haben keine Fehde mit dem Mitternachtsbund. Warum sollten sie plötzlich die Abtei angreifen? Das ergibt keinen Sinn. Ein Mönch sagte mir, ihr bräuchtet Hilfe. Sicherlich. Die Banditen haben alles in Brand gesteckt. Der ganze Ort hier wird in Flammen aufgehen und sie hindern uns daran, die Feuer zu löschen. Wir waren nicht auf einen Kampf vorbereitet. Wenn ihr helfen könntet, die Brände zu löschen, würde uns das einen riesigen Gefallen tun. Wie lösche ich die Feuer? Nehmt diesen Eimer. Ihr müsst es zum Brunnen schaffen und ihn mit Wasser füllen. Etwas anderes fällt mir nicht ein. Die größeren Brände werden nicht so leicht zu löschen sein. Kümmert euch fürs Erste bloß um die kleineren Feuer. Ich werde so viele Brände löschen, wie ich nur kann. Ich schätze eure Hilfe, aber ich möchte nicht, dass ihr denkt, die Geisthüter wären hilflos. Wir würden das durchstehen, aber ein solcher Angriff aus dem Nichts und das durch den Mitternachtsbund. Sie haben uns einfach auf dem falschen Bein erwischt. Ja, machen wir das erstmal, ne? Brände löschen. Hallo Brunnen. Hallo Spieler. So. Kleine Feuer löschen, 4 Stück. Ja. Yeah. Dass das helfen soll, egal, wir machen es. Wir machen es einfach mit dem ewig sich Wasser füllen Eimer. Eine weitere Chance auf Perfektion. So. Wir sind zu zweit unbrummelig. Ihr unterbrecht Gelehrsamkeit! Wie immer Haus des Lebens, ne? Du störst. Ja, du auch. Du störst. Du störst. Hey! Wir haben eine Übereinkunft. 2 Höhle träumen, genau. Brauchen wir jetzt mal nicht. Egal, können wir schon mal, können wir ruhig schon mal hingehen, wenn wir schon mal hier sind. Wir müssen nur so noch später zu der Höhle hin. Ich möchte natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, aber gehen wir schon mal hier hin. Na. Ja. Forschungsmappe, ach schon mal sowas. Egal. So, hier runter. Alles gut, kommt von oben. Flammenschutz. Auch. Sprach mit Schwester Sophia. Oder wo ist die denn Nahrung von? Ist sie? Da ist sie. Aber erstmal habe ich mich ein bisschen verlaufen. Immer habe ich sie gesucht. Ich kann sehen, dass viele der kleineren Feuer gelöscht wurden. Hab Dank, dass ihr uns geholfen habt. Ja, ich habe viele kleine Feuer gelöscht. Waren zwar nur 4, aber ist egal. Danke, dass ihr mit anpackt. Ich denke, wir haben genug von der Ernte gerettet, um den Winter zu überstehen. Aber wie konnte das hier geschehen? Was hat das alles zu bedeuten? Keine Ahnung, erzähl mir. Ich zögere, euch noch einmal um Hilfe zu bitten, aber wenn ihr dazu bereit wärt, wüssten wir eure Hilfe sehr zu schätzen. Unser Anführer Abdurak ist vor einiger Zeit aufgebrochen und noch nicht zurückgekehrt. Ich fürchte, er könnte verletzt sein oder Schlimmeres. Wo ist er hin? Abdurak und ein paar andere sind zur Höhle der Träume am Nordkamm gegangen. Durak wollte etwas besorgen, um beim Löschen der Brände zu helfen. Bruder Hakam ist ihnen mit einer Schriftrolle der Rückkehr gefolgt, um sie schneller zurückzuholen. Nun mache ich mir auch noch Sorgen um Hakam. Möchtet ihr, dass ich nach Hakam oder Durak suche? Nach beiden. Aber sucht zuerst nach Bruder Hakam. Mit der Schriftrolle der Rückkehr könnt ihr Abdurak schneller hierher zurückholen, damit er hoffentlich diesen großen Brand endlich löscht. Ich werde sie beide finden und komme dann so schnell wie möglich zurück. Machen wir doch. Da waren wir gerade eben gewesen bei der Höhle, mit dem Auge und so. Naja, was wir wieder hoch. Na egal. Hätten ein bisschen besser lösen können, aber egal. Was soll denn das? Achso. Nee, noch höher. Wann habe ich hier hoch? Genau, hier kommen wir hoch. Baumwolle, hey, weg, weg. Also, weg, ist meine. Du hast eine neue Robe. Ich brauche neue Socken für den Winter. So. Bruder Hakam. Verdammt, ich bin ein Gelehrter! Ihr wollt Ärger, dann kommt der Ärger. Das ist doch viel Ärger, wenn er Ärger haben wollt, dann kommt der Ärger. Ja, du auch nicht. Ja. Immer von hinten kommt er an. Immer von hinten. So.
Bruder Hakam. Ja, dem ist nicht mehr zu helfen. Hier sind wir in der Höhle. Sack durchsuchen. Jasmin, ja, egal. Es ist leider leer, der Rucksack. Fall um. Nein, ich habe keinen Mundgeruch. Das habe ich nicht. Nein. So, Fall um. Jawohl. Du auch noch. Ja, komm her. So, schön. Geschlafen. Ja, macht Spaß, ne? Befreit euch! So, tschüss. Meister Altien. Freund oder Feind, gebt euch zu erkennen. Niemand wird dem Abt ein Leid tun. Ich werde ihn bis zu meinem letzten Atemzug verteidigen. Ich bin gekommen, um zu helfen. Ich befürchte, dass Bruder Hakam tot ist. Ich habe noch andere schlimme Neuigkeiten. Diese verdammten Gesetzlosen haben Abdurak mit einem Schlafzauber belegt. Ich kann ihn nicht wecken. Er kam wegen dieser Schriftrolle der Beschwörung hier runter. Er meinte, sie würde das größte Feuer löschen. Ich hoffe nur, sie war diesen hohen Preis auch wert. Würde diese Schriftrolle der Rückkehr helfen? Ich habe jetzt bei Bruder Hakam gefunden. Möge Azura seine Weitsicht loben. Sie wird uns zurück zur Abtei bringen. Durak meinte, diese Schriftrolle der Beschwörung sollte beim größten Feuer auf dem Feld gelesen werden. Bitte nehmt sie und verwendet sie genau dort. Ich treffe euch in der Abtei, sobald ihr fertig seid. Jo. Die Schriftrolle der Beschwörung beim großen Feuer, genau. Jetzt können wir auch ein großes Feuer löschen. Großes. Ein ganz großes, ein riesengroßes Feuer. Also was wir mit unserem magischen Eimer des unendlichen Wassers nicht löschen können. Nee, Sack leer. Ein leerer Sack, du Sack. Der ist leer. Nee, soll er erstmal. Achso, okay. Ah, okay. Ich dachte schon. So, schau zu und genießt die Beschwörung. Vorstellen, ein Sturm Atronach. Da, wo er hintritt, da brennt kein Feuer mehr. Oh, wollen wir mal zum Meister Altien. Aber nicht so ganz spektakulär, aber egal. War aber schön. Meister Altien, da bin ich wieder. Hallo, hi Keule. Ein Atronach. Einfach erstaunlich. Durak, ihr hattet recht, mein Freund. Ihr hattet recht. Was ist mit Abt Durak? Er steht noch unter einem Schlafzauber. Aber ich habe etwas erfahren. Der Mitternachtsbund wollte uns in Panik versetzen. Der Angriff, die Brände, das waren alles nur Ablenkungen. Während wir damit beschäftigt waren, sind sie in die Abtei eingedrungen und haben die Traumscherbe gestohlen. Ja. Ihr müsst Abdurak wecken. Er wird wissen, wie man die Traumscherbe zurückholen kann. Sprecht mit unserem Heiler Frisvür. Er ist drinnen und kümmert sich um den Abt. Oder tun, was ich kann. Ohne die Traumscherbe können wir keine weiteren traumlosen Tränke herstellen. Ohne diese Tränke sind wir und der König den überirdischen Träumern ausgeliefert. Ja. Was will der nochmal? Achso, Verlies Minomi. Nerin reden wir gleich mit. Erstmal eins nach dem anderen. Frisvür. Komischer Name. So heißt er eben der Gute.
Es heißt, dass Vettelfen wäre dieser Tage wieder sicher für Reisen. Ja, ist auch. Ist wieder sicher. Keine Sorge. Du bist die Frisbee. Ich habe nichts Falsches getan. Da. Frisbee. Ihr wart es, die unsere Felder gerettet hat. Hört zu. Ich habe womöglich die Ursache für Duraks Leiden entdeckt. Und diese Frisur, die also die typische Mönch-Frisur, sag ich mal, die man im Mittelalter hatte, nennt man übrigens Tonsur. Nur mal so zur Info. Wie können wir Abdurak wecken? Das wird nicht leicht. Der Zauber, unter dem der Abt steht, hält ihn in seinem Schlaf gefangen und zwingt ihn zum Träumen. Es ist ein klug gewählter Zauber, denn die Geisthüter können nicht in den Traum des Abts eintauchen. Wir können nämlich nicht träumen. Warum könnt ihr nicht träumen? Wir trinken jede Nacht traumlose Tränke. Daher sind wir immun gegen Traumangriffe durch unsere Feinde, die überirdischen Träumer. Derzeit seid ihr die einzige Person in der Abtei der Ausgestoßenen, träumen kann. Und damit auch die einzige, die Durak retten kann. Wie kann ich euren Abt retten? Wir haben einen weiteren Trank, den wir selten anwenden. Einen Traumreisetrank. Er wird euch in einen Traumschlaf versetzen. Dann kann ich euren Geist mit dem von Abdurak verschmelzen. Ihr müsst ihn in seinem Traum suchen, herausfinden, was genau ihn dort gefangen hält. Und ihn wecken. Ist so eine Verschmelzung nicht schmerzhaft? Mal sehen. Da wir ja alles nehmen und trinken, essen, trinken wir einfach mal. Gluck, gluck, gluck. Nein, mich nicht. Was für? Ah, ich dachte schon. So, sind wir raus. Abdurak, der ist er. Hey, Abi. Unsere Verbündeten haben uns verraten. Der Mitternachtsbund ist jetzt unser Feind. Und ich habe es nicht kommen sehen. Abdurak, du musst aufwachen. Ich kann nicht, mein Kind. Diese Ketten binden mich an meinen Albtraum. Aber es ist immer noch mein Traum. Und daher weiß ich, dass ein Mitglied des Mitternachtsbundes dort draußen den Schlüssel zu meinen Ketten hat. Erschlagt sie, bis ihr ihn findet. Zeigt weder Furcht noch Gnade. Es sind nur Traumgeister. Sind also nicht real? In diesem Traumzustand sind nur wir beide real. Und nur bei mir bin ich mir da sicher. So, dann kommt her, ihr Geister. Ich bin ein Ghostbuster. War schon ein anderes Spiel unterwegs, wie man sieht. Vielleicht doch nicht. Genau. Umgehen! Lange ist das nur eigentlich nicht so gut geschossen. Aber nicht dabei. Natürlich wieder Ektoplasma, ne? Geister und so, den Meier. Ghostbusters. Entzündet es! Da sind jetzt auch noch ein neuer Film kommen, neue Zeit. Und Ghostbusters mit den Kindern, glaube ich. Gar nicht so lange dauern, bis er kommt. Aber wegen dem Streik im Moment in Hollywood, ne? Muss man abwarten. So. Da haben wir schon den Schlüssel. Durak, ich rette dir. Yeah. Habt ihr den Schlüssel gefunden? Ja, hier ist er. Gut. Sobald ich diese Ketten abgestreift habe, werden wir beide aufwachen. Sprecht in der wachen Welt noch einmal mit mir. Okay. Kurzer Traum. Oder habe ich nur geträumt, dass wir geträumt haben? Komischer Traum, ne? Ohne euch wäre ich immer noch in diesem Traum gefangen. Jetzt müssen wir zusammenarbeiten, um diese Gefahr für Sturmhafen aufzuhalten. Erzählt mir von der Gefahr. Ihr habt meinen Traum gesehen. Ganz offensichtlich steckt Verminas Kult, die überirdischen Träumer, hinter diesem Verrat durch den Mitternachtsbund. Es waren zwar die Gesetzlosen des Bundes, die die Traumscharbe gestohlen haben, aber ich fürchte, der Raub dient Verminas üblen Zwecken. Wir müssen sie zurückholen. Ich freue mich nicht darauf, den König darüber zu informieren,
aber er muss es so schnell wie möglich erfahren. Er wird nicht erfreut sein. Warum wird der König verärgert sein? König Emmerich muss erfahren, dass wir ohne die Traumscherbe nicht in der Lage sein werden, ihn weiter mit den traumlosen Tränken zu versorgen, die ihn gegen die überirdischen Träumer schützen. Seine Majestät wird denjenigen vielleicht belohnen, der ihm hiervon berichtet. Würdet ihr das tun? Warum ist das denn nicht selber? Ich werde dem König die Neuigkeiten überbringen. Sucht den König im Wegesruh auf und überbringt ihm die Neuigkeiten. Er muss es schnellstmöglich erfahren. Ja, machen wir natürlich jetzt noch nicht, klar, ne. wie gesagt, wir lachen hier, ne, nach Wegesruh. Jetzt natürlich noch nicht, was man jetzt hier sind noch weitere Quests, die wir natürlich jetzt noch machen. Und die 5 Spitzen des Sterns einsammeln. Ja, so haben wir auch. Bruder Moran. Ich habe gehört, dass ihr kürzlich aus Alcair hier eingetroffen seid. Nö. Es gibt furchtbare Gerüchte über Herzogin Lacana. Ist etwas Wahres drin? Wurde sie ermordet? Sie ist tot. Immer schon unter dem Einfluss eines D3, der als das Omen der Furcht bekannt ist. Es tut mir leid um die Herzogin. Sie war eine gute Frau. Das Omen der Furcht, sagt ihr? Ich erinnere mich schon einmal etwas über so einen D3 gehört zu haben. Am besten fragt ihr Abt Durak. Er sollte genaueres wissen. Okidoki. Hallo, Abi, da bin ich wieder. Hey, Keule, ich seh mal was. Sucht den König im Wegesruh auf und überbringt ihn. Soll doch mit ihm reden. Okay, nicht. Was war denn da nochmal? Achso, verlies mir nochmal, genau. Ja, dann wieder hinten raus, aber es ist komisch. Okay. Machen wir es jetzt hier mit Verlies Manoir. Ist er hier auch noch in der Ecke? So, Verliese. Es gibt noch Verletzte, um die sich gekümmert werden muss. Aber ich bin auch. Bitte, ihr müsst mir helfen. Die Banditen des Mitternachtsbunds. Ich weiß nicht warum. Schließlich war ich keine Gefahr für sie, aber sie haben mich einfach angegriffen. Braucht ihr einen Heiler? Nein, nein. Ich bin eine Heilerin. Ich kann mich um mich selbst kümmern. Es geht um die anderen. Einige meiner Hüterkameraden wurden verwundet. Ich habe versucht, ihnen zu helfen, aber ich habe gerade wirklich keine Kraft mehr. Was soll ich tun? Nehmt diese Verbände. Versorgt die Wunden von jedem, den ihr findet. Das sollte ihnen zumindest helfen, auf die Beine zu kommen, damit sie es in Sicherheit schaffen. Ich werde den Verwundeten helfen und dann zurückkommen, um nach euch zu sehen. Weil wir ein Gentleman sind. Oder Gentlefrau, besser gesagt. Wir sind eine Frau, also eine Gentlefrau. Ne, Gleichberechtigung für alle. So, tiefer, ja, immer wieder tiefer. Immer tiefer hinein in die Materie. Plötzlich die Hüterin helfen, da, heilen. Yeah. Ihr werdet in der Abtei stets willkommen sein. Danke, danke. Du auch. Mal wieder Holz zum Hacken. Hacki-hack. Und der nächste. Möge Azura euch für alle eure Tage segnen. So, 2 haben wir, 2 fehlen noch. Ja, muss man ein bisschen suchen. Hier ist ein bisschen seltsam. Ja, dauert mir ein bisschen, bis man die gefunden hat. Ah, also oben ist wieder einer. Geh mal da erstmal hin. Noch höher. Ach, kann man ja hier hoch. Sehr gut. Sehr gut. Abkürzung. Du nicht. Du brauchst keine Hilfe. Muss nicht geheilt werden. Ohne von seinem Leben muss man nicht hängen. Muss er geheilt werden. So, da ist er. Ich bin geheilt. Na, komm her. Ihr werdet in der Abtei stets willkommen sein. Du nicht. Nein, du nicht. Ihr seid nicht willkommen. Ah, nein, nein, nein. Ich war ganz so winkern. Flankieren! Jetzt! Ja, dann flankieren wir. Goldbraunport. Was ist das für ein Teil? Gucken. Lebensgeneration. Naja.
Brauchen wir nicht wirklich. Aber egal. Alles mitnehmen. Hallo, ihr beiden. Ich würde euch vorstellen, dick und doof. Dick und doof. Auch hier gibt es wieder mehr, die man helfen könnte. Wieder oben zu 602, aber man muss eine 4 helfen. So, alle weg. Möge Azura euch für alle eure Tage segnen. Hoffentlich. Will nicht, dann beschwere ich mich. So, ein paar Baumwollfasern, warum nicht? The Great Oak, die große Eiche. Naja. Komischer Name, aber egal. Hierher, beeilt euch. Ja, ich bin schon dabei. Ich habe gesehen, wie es viele meiner... Hey. Was soll denn das? Ach, so noch einer. Ey, jetzt hier, gleich hier. Feigling, Feigling, Feigling. Wo ist ein Azor? Naja. Ich habe gesehen, wie es viele meiner Hütergeschwister in Sicherheit geschafft haben. Hab Dank. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass wir uns auf die Hilfe einer Fremden verlassen, nachdem wir von unseren sogenannten Freunden angegriffen wurden. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Wie geht es euch? Vielen Dank der Nachfrage. Ich fühle mich schon besser. Zu wissen, dass die anderen Hüter sicher sind, ist wirklich eine große Erleichterung. Ich werde bald in der Lage sein, zur Abtei zurückzukehren. Vielleicht sehe ich euch dort. Ist auch sehr weit, ne? Sehr weit, ja. Musst du weit reisen zur Abtei, die gleich da vorne ist. Naja. Ich weiß nicht, meine ist noch durch eine Quest zur Katakomben ausgestoßen. Egal, gehen wir da jetzt eben rein. Machen wir es hier oben. Bruder Gerard, das machen wir erstmal genau. Ah. Hä? Wo ist denn? Hä? Asa, wo ist denn der jetzt schon wieder? Sammlung. Nicht Sammlung, oder? Sammlung? Doch. Sammlung, Verbündete, Gefährten. Also da als Sibiades. Alle freigeschaltet hier, ne? Alle freigeschaltet. Alle 6. Bastian Hallix, Arkanist zugegen. Was war das mal für einer? Weiß ich gar nicht mehr so. Achso. Kommt halt so. Was war das mal für einer? Ja, weiß ich gar nicht mehr, was das für einer war. Funke auf alle Fälle, Magierin mit Blitzzauber, genau. Gerissen in die Nacht ist so ein Assassine, kann man sagen. Isabelle ist ein Schwert und Schild, also Nahkämpfer, ein Tank. Und Mary, da habe ich eine Assassine, ne? Irgendwie sowas. Was ist denn, glaube ich, ein Drachenritter, genau. Glaube ich, Sebastian. Ich könnte die, wie ich zwar schon freigeschaltet, aber um die jetzt mitnehmen zu können, muss ich erst in die Questreihe für machen, um die freizuschalten. Obwohl ich sie schon freigeschaltet habe, eigentlich aber ein bisschen komischer ist. Qualitätsmaterial für Qualitätswaren. Falls euch da wundert, warum ich sie nicht mitnehmen kann, muss ich erst wieder die kurze Questreihe jeweils für machen, um die dann freizuschalten, wo ich schon freigeschaltet habe. Naja, egal. Muss man immer machen. Immer, wenn man einen neuen Schal erstellt. Lalalala, gehen wir mal hier lang. Oh, wer bist du denn? Bruder Perry. Oh. Der hat das Schlechteste gegessen. Mondsteinsenke. Ja. Ne, ich will erstmal jetzt hier hin. Bruder Gerard. Spinnseide mitnehmen, unser, was einer klaut. Ich hätte besser kämpfen sollen. Ich hätte Meister Mutzko beschützen sollen. Ich bin hier, um zu helfen. Ich erzähl mir, was geschehen ist. Es sind die überirdischen Träumer. Sie haben in der Höhle bei der Senke ein Portal ins Reich des Vergessens geöffnet. Von dort stammen diese Skampen. Wir kamen her, um es zu schließen. Es war eine Falle. Die Träumer wollten aus irgendwelchen Gründen Meister Mutzku. Und jetzt haben sie ihn. Kann ich helfen? Sie versuchen an verschiedenen Stellen noch mehr Portale zu öffnen.
Wir müssen das verhindern. Aber ich muss los und versuchen, Meister Mutsku zu retten. Könnt ihr einige Skampen töten und ihre Köpfe in die noch nicht vollendeten Portale werfen? Die magische Rückkopplung sollte sie zerstören. Ja, wir sollen von Skampen die Köpfe nehmen und in die Portale schmeißen. Ihr habt richtig gehört und gelesen, ja. Wir sollen sie für die Skampfe entrufen. Da haben wir schon die ersten beiden. Ja, komisch, wenn sie keine Köpfe hätten, ne? Das wäre sehr komisch. So, ich in die Portale schmeißen. Da haben wir schon das erste Portal. Außergewöhnlich! Herausragend! Glückwunsch! Egal. So. Da ist der Gegner, weil ich will 30 bin. Blitzstab? Nee, brauchen wir nicht. Zack. Wie immer das auch funktioniert, egal, es funktioniert. Nicht fragen, machen. Erstes weg, kommen noch zwei. Lalalala, hallo. Halt mich! Was soll denn das? Diese Dinge sind ja. Noch mehr? Ich brauche Tee. Ja, ich auch. Dann will ich bitte Tee. So, gerne. Vielleicht wohl im Winter, wenn ich mir Kälte nicht habe, das trinken. Ein schönen Tee. So. Und Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3. Die nehmen wir dann mit. Ich brauche Hilfe! Ach, Prüfer mit euch. Da war ich schon. Danke. Eine sehr geile Gegend. Sehr schöne Questreihe. Abfliegen. Skizze. Feindseligkeiten beendet. Jupp. Zeit zum Entspannen. Zeit zum Entspannen. Ah, Runstein mit mir. Also so viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Also. Hier kommen wir hoch. Eines Tages werdet ihr damit etwas Überraschendes herstellen. Ich weiß nur noch nicht was. Aber eines Tages. Wir haben was Überraschendes herstellen können. Ja, eines Tages. Fragt ihn nur wann. Vielleicht auch nie. Man weiß es nicht. Man munkelt. Ruin von Norwulk, auch noch später rein, sehr viel später. Der Mondsteinsenke. So. Rundstein mitnehmen. Unser. Yeah. Und du auch. Ein echter Glücksfund. Naja. Ach, geh mal hoch. Wir müssen rauf. Ach, da sind wir direkt hier. Hallo. Bademeister. Uralte Schriften der DB, Band 10. Wer die römischen Ziffern nicht kennt,
X ist eine 10. Haben wir damals schon geschrieben. Ich bin ein Gelehrter. Römische Ziffern. Ich war ja nicht einfach, einfach zu lernen. So, gehen wir rein hier in die gute Stube. Komm rein, bring Glück herein. Ich spüre eine gewisse Panzerung. Kann das sein? Bruder Girard. Bei Azuras Namen. Das ist schlecht. Was haben die Meister Musgu angetan? Während ich mich hineingekämpft habe, haben die Kultisten Musgu einem Ritual unterzogen. Ein dädrischer Geist hat begonnen, in ihn einzufahren. Jetzt steckt er in einer schrecklichen Zickmühle. Er besteht darauf, dass ich allein zur Abtei der Ausgestoßenen zurückkehre. Aber ich kann ihn doch nicht einfach zurücklassen. Warum nicht? Bitte sprecht mit ihm. Er ist verrückt, wenn er denkt, dass ich diesen Ort ohne ihn verlassen werde. Es gibt etwas, das er mir nicht sagt. Wohin führen diese Portale? Nach Modafen, das Reich der dädrischen Fürstin Vermina, der Königin der Albträume. Glaubt mir, sie wünscht den Sterblichen dieser Ebene nur Übles. Na dann, Er kratzt und scharrt in mir. Er will sie befreien. Hä? Red mal Deutsch. Seid gesegnet. Aber keiner von euch musste sein Leben für mich riskieren. Was ich brauche, ist Willensstärke. Ihr müsst mich töten. Was? Warum? Wo wollt ihr sterben? Die überirdischen Träume haben ein Ritual durchgeführt. Sie haben einen dädrischen Geist beschworen und ihn an mich gebunden. Mein Bruder Durak hat mich gelehrt, den Geist vorübergehend im Zaum zu halten. Doch er wird immer stärker. Ich halte nicht mehr lange durch. Was geschieht, wenn der Geist die Kontrolle übernimmt? Ich bin ein mächtiger Geisthüter. Wenn der dädrische Geist Besitz von mir ergreift, wird er seine Kraft mit der meinen verbinden. Dann würde ich zu einer Bedrohung für alles und jeden in Sturmhafen. Ihr müsst mich töten, bevor das geschieht. Euch töten, muss einen anderen Weg geben. Ich will sehen, was ich tun kann. Nein. Wenn ich dieses Tor nach Modafen verlasse, wird der Geist mich überwältigen. Außer? Nun, ich schätze, ich könnte den Geist aus mir heraus und in einen Träum mit den Kultisten zwingen. Das ist nicht ganz so sicher, aber es könnte klappen. Ich denke, ihr solltet mich gehen lassen, um einen träumenden Kultisten als Ersatz für euch zu finden. Na schön. Ich werde den Dädra in Schach halten, solange ich nur kann. Nehmt eine Schriftrolle der Traumfalle vom Fels dort drüben und benutzt sie bei einem schlafenden Kultisten, um seinen Geist einzufangen und ihn eurem Willen zu unterwerfen. Dann führt ihn hierher zurück. In Ordnung, ich werde so schnell wie möglich zurück sein. Beste Rolle. Schriftrolle der Traumfalle. Müssen wir noch einen finden. Kupferflöz, nehmen wir mit. Unser. Hey. Guter Fund, Kollegen. Ist nur Kupfer. Nix weiteres. Muss man nicht vorher zwei, dreimal drauf kloppen? Müssen wir noch einmal? Müssen wir gucken, schon das Auge wieder was geändert? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. So, runter mit uns. Ah, Jungs. Mädels. Diverse. Eine äußerst befriedigende Lösung. Eben gucken. Ist was Gutes dabei? Der nicht. Nein, du auch nicht. Alles irgendwie Mist. Alles Mist. Der ist besser. Leben brauchen wir nicht unbedingt. Kann man den nehmen. Noch was Besseres? Nö. Ja, Schild kann man natürlich nur in der Nebenhand nehmen, nicht in der Haupthand. Ne? Nur so als Info, falls ihr ein Schild benutzen möchtet, nur in der Nebenhand. Logisch. Das
Ganke und nicht in die Formfalle benutzen, aber wahrscheinlich. Einfach nur ein Nervensägen. So, Hickory. Hier die Bestrebung. Längst gesehen und schlüpfe nicht, ja. Hahaha. So, Träumekultist. Du hast Albträume. Du wirst immer Albträume haben. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Was geht hier vor sich? Komm mit. Wir gehen auch auf eine schöne Party. Es gibt viel zu trinken. Viel zu trinken. Wohin bringt ihr mich? Ich brauche einen Augenblick. Ich bin kein junger Mann. Ich brauche auch einen Augenblick für die Bema-Erz. Bitte, ich verstehe das nicht. Ich war... Ja, du warst am Schlafen. Während der Alter am Schlafen geht nicht. Du musst bestraft werden. Halt mich! Oh. Es ist ein Traum. Ich verstehe. Ja, genau, du träumst. Du bist nur am Träumen. Du träumst gleich noch viel mehr. So. Rein mit dir. Yeah. Hahaha, verarscht. Alles ist bereit, aber ich muss sicher sein. Wenn ich diesen Daedra austreibe, wird er in den Kultisten hineingezogen. Und er wird sterben. Wollt ihr diesen Mann wirklich opfern? Wir hätten das gleiche Schicksal für euch vorgesehen. Lass uns weitermachen. Nun gut. Dieser Kultist wird meinen Platz einnehmen. Und der daedrische Geist in ihn fahren. Wie gehen wir jetzt vor? Ich werde den Daedra austreiben. Aktiviert das Portal, um ihn in den Kultisten hineinzuziehen. Er wird den Kultisten töten und durch das Portal zurück nach Modafen geschleudert werden. Sobald der Kultist tot ist, tretet ihr durch das Portal, tötet den Daedra und kommt wieder zurück. Bereit? Ist irgendwie die Sprache, weil es nicht ganz genau übereinstimmt mit der Schrift, habe ich schon mal gemerkt. Die ersten beiden, der erste Satz ja, aber danach war irgendwie anders. Aber der Sinn ist derselbe. So, was benutzen? So, tschüss. Könnt ihr das für euer Handwerk verwenden? Später, danke. Oh, das ist es schon, wie Minas Beobachter. Hey. Eine frische Mahlzeit. Euer letztes Stündlein hat geschlagen. Danke. War's schon, mehr ist nicht. Meister Musgu. Preiset Azura. Ihr habt überlebt. Was nun, Musgu? Der Daedra ist nicht mehr. Ich schulde euch mein Leben. Und noch mehr. Ihr werdet euch trotzdem hinauskämpfen müssen. Doch sobald ich mir sicher bin, dass sämtliche Spuren des Daedras ausgelöscht sind, werden Gerard und ich die Kultisten vertreiben. Und danach zur Abtei der Ausgestoßenen zurückkehren. Mach das. Wer nicht? Ich komme wieder. Verprügel dir den Hintern. Guck, was haben wir denn jetzt Schönes? Alles schwer? Nee, alles Mist. Nein. Schulter haben wir auch erst, ne? Nee. Wieder Ausdauer, genau. Ausdauer runter. Nein. Genau, Bahn leicht. Muss es noch genau. Nee, mach mal nicht. Hals ist auch nicht so toll. Ringer auch nur Schrott. Nee, brauchen wir nicht. Magiker brauchen wir nicht. So. Haben wir das auch erledigt? Was kommt jetzt noch als nächstes? Theron Berat ist ja in Wegesruh. Ein bisschen später.
Jetzt noch nichts. Gucken. Hi. Ich einfach so an mir vorbei. Ohne zu begrüßen. Das haben wir jetzt alles hier fertig. Wir haben einiges geschafft heute. Das alles hier fertig gemacht heute. Ja, das nächste, Mensch, hier war glaube ich noch was. Ja, genau. Hier zwischen war noch was. Genau. Dann können wir auch schon nach Wegesruh gehen. Müssen wir noch hier runter. Auch noch danach. Noch hier hingehen. Das ist auch noch ein bisschen was. Dann haben wir Wegesruh auch fertig. Dann ist noch hier oben was. Hier ist noch die ein Gewölbe, das weiß ich. Bin ich sehr oft rumgelaufen. Ein bisschen gefahren. Von daher weiß ich auch, dass die Bosse nach 10 Minuten kommen. Unter anderem auch hier in diesem Gewölbe. Dann haben wir auch schon Sturm machen fertig. Aber dauert noch ein bisschen, ne? Also wenn noch wahrscheinlich zwei Parts werden es noch werden, bis wir Sturmhafen fertig haben. Aber wir sind gut dabei. Haben schon einiges gefunden. Einiges gemacht. Das kommt noch. Nee, warum? Ich will nicht. Aber ich tue es trotzdem. Diese Störungen. So, jetzt aber. Wie gesagt, das machen wir alles. Machen wir in der nächsten Folge. Nächste Folge. Dann Samstag. Für euch morgen. Für euch morgen. Wenn man hier die beiden Sachen machen, dass wir dann verließen, ne, und gibt vielleicht Schuppenruferin, machen die später verließen, damit will ich alle an einem Stück machen. Also alle nach und nach. Wenn man das alles hier fertig hat, wenn sie gerade fertig haben, gehen wir erst, bevor wir nach Bankurei gehen, habe ich es da, ne? Bankurei, genau, Bankurei. Gehen wir erst nach hier oben hin. Da gehen wir es dann erstmal raus. Jetzt noch eine Karte. Will ich mir nicht zeigen, was das genau für eine Karte ist. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Nicht Kalthafen. Ach, wie heißt die nochmal? Mein Gott, so oft war ich hier schon gewesen, ne? Kluftspitze, genau, Kluftspitze. Aber das haben noch viel mehr. Sie merken in der nächsten Folge, im nächsten Stream von ESO mit unserer Arkanistin. Bis dahin, schön mit Öl.